dann gucken wir uns mal ein richtiges Actionspiel an. Nämlich die Schlümpfe. Gucken wir mal. Also das ist ein Jump'n'Run, das ist bestimmt cool. Da können wir auch den Controller nehmen, denke ich mal. So. Okay, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ein Koop-Spiel. Das ist ja noch cooler. Schlümpfe wechseln? Ah. Nimm mal den. Achtung. Gargamel! Was macht der schon wieder? Oh oh. Okay, deswegen Abenteuer im Traumland. War das jetzt Liquid Ecstasy oder was? Sieht fast so aus. Kann das da alles schon drinstehen in dem Buch? Kann da nicht eben gerade Anti-Aliasing Epic? Das sieht ja grottenschlecht aus. Ja, macht ja nichts. Okay, was muss ich tun? Gehen wir mal zum Papa. Spring einfach auf das Kissen, wenn du bereit bist, in die Traumwelt zu reisen. Okay. Ich bin bereit. Lauter machen. So. Ja, geil, oder? Da passt man komplett drauf. Wie cool ist das denn? Begib dich in Richtung der Konstellation, um den schlafenden Schlumpf zu retten. Ja. Das sieht schon mal cool aus. Hui. Hui. Wie ein schlafender Schlumpf. Oh, oh. Kochschlumpfstraum. Also, bis jetzt finde ich schon ziemlich cool. Mal gucken, wie das Gameplay ist. Ich dachte, es wäre ein Sidescroller. Ja gut, okay. Hat so ein bisschen was von Astrobot. Oh, das würde ich so gerne mal wieder zocken, ne? VR. Ja, ne? Mit Animationsstil ist echt knuffig. Cool gemacht. Mag sowas ja, ne? So ganz insgeheim. Ne? Solche Jump'n'Runs hier. Hey! 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 Hüpf. Ja. Achso, ne, wollte es nur sagen.
Die essen den Boden. Das kann man auch ganz ungeheim mögen. Ja, das stimmt schon. Gerade so unsere Generation, ne, wo mit Mario aufgewachsen ist. Okay, kann ich jemanden abwerfen? Oh. Damals, genau. Als wir noch jung waren und knackig. Heute knackt's nur noch. Wow, wow. Sieht aber auch lustig aus. Wow, wie sich nach hinten lehnt, so wegen dem Fahrtwind. Wow. Mein erster Game Boy 1990. Oh, ich habe meinen erst später gekriegt tatsächlich. Weil, als rauskam, war ich ja schon in Australien. Da. Da hatten wir andere Dinge zu tun, sag ich mal. Erst als ich wieder in Deutschland war, gab es ein Game Boy. War das 92? Oder. Ne, 91. Ich kann es nicht sagen. Der kam 89, glaube ich, bei uns raus. Ich musste drauf sparen. Ah ja. Ja, das passt aber. 89 sind meine Eltern schon nach Australien. Und haben uns dann. Also mich und meine Schwester nachgeholt. Und das könnte tatsächlich so. Oder muss dann 90 gewesen sein. Und als sie dann in Australien waren, haben wir bei meiner Oma gelebt. Ja, und dann Ende 91 dann wieder zurück. Hey, die schlafen. Aufstehen. Hast du damals als Kind irgendwann auf Englisch geträumt? Ja, tatsächlich. Und auch noch sehr, sehr lange tatsächlich. Ich habe dann auch in Englisch gedacht. Ich habe viele deutsche Wörter hab ich verloren. Sehr schnell tatsächlich. Als ich wieder in Deutschland war, musste ich. Es hat Jahre gedauert, bis ich wieder richtig Deutsch konnte. Weil ich dann so richtig so Wortfindungsstörungen hatte. Weil ich einfach die deutschen Wörter nicht kannte. Macht das Sinn? Weißt du, da. Ich war in Australien, war ich in der 6. Klasse. Hier in Deutschland in der 4. vorher. Und als wir wieder zurückgekommen sind, hatte ich dann die Wahl, wieder in die 4. oder in die 5. Und dann habe ich mir die 4. ausgewählt, weil ich mir dachte, ich habe so viel verpasst, das muss ich nachholen. Oh. Und das war auch, glaube ich, die richtige Entscheidung. Und ich habe wirklich sehr viel Deutsch vergessen habe einfach. Ja, und dann habe ich sehr lange auf Englisch geträumt und gedacht und bin ja dann mit 21, habe ich dann in einer englischen Firma angefangen zu arbeiten, also quasi 10 Jahre später. Und da war dann nur, also mein Chef, der neben mir gesessen hat, Engländer, jegliche Kommunikation auf Englisch, also da war Deutsch sehr gefährdet, sag ich mal. Und, okay. Und, oh.
Und da kam das Englisch dann halt wieder sehr durch, ne, natürlich, auf der Arbeit. Weiter, weiter, weiter. Oh, Digga. Kennst du, ja? Das ist krass, ne, wie das Hirn beeinflussbar ist durch sowas. Oh, weiter, weiter, weiter. Oh. Okay. Ah. Ist auch voll die coole Musik dabei, ne? Ach, da hab ich die Kirsche vergessen da unten. Gut versteckt. Tudum. Ja, ist cool. Kennst du das Spiel Rayman? Also bestimmt, klar. Aber das allererste damals, das Originale, das war ja eigentlich ziemlich genauso. Nur halt in 2D. Aber so ziemlich gleiche Aktion und so. Schon geil. Oh. Oho, das war knapp. Rayman, zur Hilfe! Ach Gott, wo kam das raus? Auf dem Sega Saturn war das, ne? Hast nicht gehabt? Ah, schade. Also da gibt es jetzt mittlerweile schon weitere Teile davon, die auch ziemlich cool sind. Aber ich sag mal, die wurden auf einer billigen Weise fortgeführt. Da hätte man viel mehr draus machen können. Oh, ich dachte, es wäre Gelee zum Springen. Schade. Aha, Magic Mushrooms. Vielleicht sehe ich dann auch Schlümpfe. Ein Schlüssel dafür? Oh, der hat Stacheln. Erstmal hier unten looten. Okay. Dann kann ich jetzt wohl nähen. Ich find's cool. Es macht Spaß. Verschlumpf nochmal. Sind Schlümpfe eigentlich noch Thema in Kita und Grundschule und so weiter? Und ich habe so das Gefühl, ja, es gibt zwar Filme, neuere, aber irgendwie ist der... Na? Schmeiß. Warum machst du nicht? Oh. Ist er weg. Ah, jetzt. Ich habe das Gefühl, dass der Schlümpfe-Boom gar nicht mehr vorhanden ist. Also ich gucke ja keinen Fernseher, von daher weiß ich nicht, ob das noch läuft. Aber als Kinder war Schlümpfe mega. Mann, ich bin so leicht beeinflussbar. Hab Hunger auf Kuchen. Nö. Auf Kuchen hat man immer Hunger. Man kann immer Kuchen essen. Aber ich kann ehrlich gesagt im Moment keinen Kuchen mehr essen. Ich habe ja letzte Woche Samstag meinen Geburtstag nachgefeiert. Und da gab es ja so viel Kuchen und Torte, dass ich tatsächlich 5 Tage lang Kuchen gegessen habe, weil ein Tag vor mir hat noch ein Arbeitskollege Geburtstag gehabt. Hoppala.
Der war dann der Meinung, der müsste auch noch Kuchen mitbringen. Schrecklich. Allein die Kalorien, die ich dazu genommen habe, ne, die müssen der Wahnsinn gewesen sein. Also ich habe an dem Wochenende 1,2 Kilo zugenommen. Nur durch so einen Scheiß. Also Kuchen und Kartoffelsalat hatte ich Unmengen. Aua! Das gesehen. Oh hier. Die Kirsche. So, raus mit der. Und schnell. Schnell. Okay, das geht nicht. Verständlich, aber ich freue mich, dass dein B-Day gefeiert wurde. Ja, ja, auf jeden Fall. Das war richtig cool. Ne, war halt einfach nur Familie. Das hat mir ausgereicht. Das war schön. Das war echt top. 4 Kiddies rumgerannt. Die haben den Spaß gehabt. Ne, also die waren 3, 6, 7 und 8. Oder 9? Ne, 8. Die haben Spaß gehabt. Ich habe ein Kleeblatt. Da ist noch eins. Ja, ja, das war echt cool. War echt cool, die kleinen Rabauken. Mach auf. Oh, schade, ich habe gedacht, ich schaff's. Oh, guck mal, wie cool. So schafft man's. Okay, na, aufpassen. Aha. So. Dann denke ich mal, ist da hinten auch noch einer. Auf dem Berg. Ah, oh, guck mal. Ist da ein Schlumpf da unten grün im Gesicht? Hat er auch zu viel Kuchen? Ja, ja, hab ich vorhin auch schon welche gesehen. Geil. Ich glaube, die sind voll gefressen von dem ganzen Kram. Das kann sehr gut sein. Oh. Das war knapp eben. Oh. Ein Portal. Ja, ja, ne? Ich denke auch, dass das so dargestellt sein soll. Nee. Aber cooles Spiel. Muss ich gerade mal so erwähnen. Gefällt mir echt. Ah, das habe ich im Trailer gesehen. Deswegen dachte ich, es wäre ein Side-Scroller. So, dann muss man dann im Spiegel eine Treppe darstellen, dass man hier hoch kann. Wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Was ist mit denen? Ja, siehst du, die kann ich ja einsammeln. Die Spiegelbilder. Du willst mir was zeigen. Na, komm.
Drück da nicht drauf. Ah, runterdrücken. Da sind die Stufen. Schade, ich würde auch gern hoch. Wo bin ich? Da bin ich. Oh. So, müssen wir gucken, dass wir die treffen. Hüpf. Aha. Cool gemacht. Oh. Okay. Vorsichtig sein. Tadam. Oh. Ich dachte, ich bin schon oben. Oh, cool, ich lebe noch. Die Musik schon wieder, ne? Was ist denn hier los? Zeus, einen wunderschönen guten Abend. Na, alles im Lot? Okay. Drücken wir mal hier. Okay, wen muss ich damit abwerfen? Da. Das sind zwei. Okay. Im Spiegel sieht man es, dass es zwei sind. Dann mache ich mal lieber den hier platt. Bevor uns der andere noch angreift. Ich kann nicht lang bleiben, muss gleich ins Bett. Was? Wieso das denn? Ist doch Samstag. Oh. Ich will die Kirsche haben. Aha. Oh. Da steht ja was im Weg. Oh Gott, das war knapp. Kurz vor vier aufstehen. Oh. Unternimmst du irgendwas Cooles? Oh, mein Sohn war gestern Einlaufkind bei einem Fußballspiel. Waldhof gegen Erzgebirge Aue. Wie krass, oder? Ja, morgen hat er selber ein Turnier. Da muss ich dann auch, ja, früh aufstehen nicht, aber... Muss halt, fit sein, sag ich mal. Oh, hier, Geschenke, Schlumpf. Warte, ich grüße ihn mal. Ah. Und du? Nach Polen. Oh. Ich hoffe, das hat nichts mit Heu 4 zu tun. Ah, ne, da. Da komme ich nicht hoch. Nach Auschwitz. Guck an. Ein bisschen Geschichte. Aber soweit ich weiß, haben wir schon zu, ne? Außenrum. Ach, der Boden ist ein Spiegel. Jetzt raff ich das erst. Ah ja. Yippie. Yippie, Schweinebacke. Ja, aber cool. Mit der Schule oder? So auf eigene Faust. Hey! Mhm. Hey! Hey! Tadam. Mit Mutti. Ja, cool. Sehr cool.
sehr, sehr cool. Da wünsche ich euch auf jeden Fall mal viel Spaß und einen schönen Tag, ne? Oh, jetzt hier wieder umdenken. Mit Spiegel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Low Forest. Acht Stunden, ja? So weit von dir? Okay. Krass. Also 8 Stunden ist echt... ist viel. In 8 Stunden fährst du ja... 950 Kilometer, 1000. Kriegt man hin. Ohne Pause natürlich. Ihr werdet ja sicherlich 2-3 Pausen machen. Ist ja klar. Hey. Ja, aber cool auf jeden Fall. Wird bestimmt ein cooler Ausflug. Wie ich aussehe, ja. Ich habe eine dumme Entscheidung getroffen und habe mir den Bart abrasiert. Oh fuck, oh fuck. Ich hoffe, dass er sehr schnell wieder nachwächst. Der hat mich vorhin aufgeregt. Also der regt mich schon seit ein paar Tagen auf. Und vorhin habe ich mir die Haare geschnitten, ne? Hier oben rasiert. Und es war dann vielleicht so eine Kurzschlussreaktion. Das Ding dann einfach mal abzumachen. Oh. Bin ich da in die Kirche reingekommen? Was ist das denn hier eigentlich? Achso. Wow. Mach dich kaputt. Das ist aber eine lange Demo, ne? Im Vergleich zu den anderen bisher. Fällt mir gerade so auf. Alles klar, gute Nacht Zeus und viel Spaß da drüben. Das wird bestimmt cool. Oh mein Gott, bist du lost? Gar nicht. Achso, darüber. Dienstag ist wieder da. Ah ja, super. Super. Der ist nicht bei mir. Ah doch, ist er doch. Das sah eben so aus, als wäre der gar nicht hier auf meiner Ebene. Wie komme ich an die Kirschen hier dran? So. Aha. Muss schon wieder pieseln, ne? Was war schon wieder? Das erste Mal. Ich glaube, das mache ich mal schnell. Fliegenpilze. Oh, muss ich in einer bestimmten Zeit? Aha. Voll auf die 12. Ah, welcome back heißt das, ne? Haha. Ich lerne dazu.
Dankeschön. Ein Schlüssel. Gucken. Ja, ne? Bin doch nicht hoffnungslos verloren. Meine alten Tage, kann ich doch noch was lernen. Ja, war übertrieben, gebe ich zu. Kann ich da draufsetzen? Nicht so richtig. Du Nase. Oh, das waren aber dicke Kirschen. Oh, Turbo. Tada. Wie lang, oder? Sehr geil. Oh, okay. Im Spiegel wieder checken. Oh, oh. Bisschen zu spät gesehen. Ah, man kann auch drauf hüpfen. Hihi. Komm. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist schon assi, so ein bisschen, ne? Mit dem Spiegel. So ein bisschen halt. Wow. Das läuft ja fantastisch, ne? Tudum. Hä? Oh, das ist assi. Da ist gar kein Spiegel. Das ist ja richtig assi. Okay, Humor haben sie. Hey! Hey! Hey, Stampfine! Du Nase! So, Schmetterfalter. So, das ist aber ein Spiegel. Das sieht man an der Bildqualität. Haha. Oh Gott. Oh. Eine Tür. Oh, Bonus Level.
Was ist denn hier los? Toffel, einen wunderschönen guten Abend. Wie er tanzt. Ist ja geil. Oh ja, trinken. Dankeschön, dankeschön. Prost. Ja. So. Die Helldiver-Videos habe ich schon geschnitten und das erste sogar hochgeladen. Das kommt dann morgen schon raus. Mit einer Ball muss ich mal gucken, wie ich die plan. Vielleicht nächstes Wochenende eins. Oder eins Samstag, eins Sonntag. Schauen wir mal. So. Okay, vorsichtig. Wow. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy 15. In dem, möchte gern Venedig-Gebiet, ne, wo der Karneval ist und so. Da ist auch so eine ähnliche Musik. Aufstehen! Will er nicht. Pfui. Dumm. So, okay. Ich wollte gerade sagen, ohne Spiegel diesmal, aber da hinten steht ein Spiegel. Was? Ja, ich mache mich platt. Was ist das hier? Muss ich da... Nein. Ah, drei Wellen. Verstehe. Ah. No problem. Oh, ein Portal. Es geht weiter. Ja, es könnte sein, dass die Demo jetzt zu Ende ist.